so ein Segler 34 Meter weit. Das ist ein sehr guter Wert. Es gibt andere Segler historischer Art, die sind da deutlich schlechter. Die haben dann 1 zu 6 oder ähnliches. Also eine große Ehre ist es mir immer wieder, den Erik anzusagen. Erik van den Hoven aus den Niederlanden ist wieder mit seinem Team da, hat mitgebracht, seine Fortkörper. Maßstab 1 zu 4, Spannweite 5 Meter. Angetrieben mit zwei Turbinen. Im Original ein Experimentalflugzeug, entstanden 1953 in Irland. Und man hat damit Steuerflächen getestet. Wenn Sie sich dieses Modell anschauen, stellen Sie fest, das letzte Drittel, das äußere Drittel der Tragflächen sind Steuerflächen, die man verdrehen kann, und sie arbeiten als Querruder. Man hat 1953 damit testen wollen, ob das eine sinnvolle Bauart ist, um Flugzeuge zu bauen mit einer vernünftigen Steuerung. Aufgrund des Wechsels in der Regierung und auch aufgrund des Ergebnisses, dass das jetzt kein Riesengewinn ist, hat man es dann sein gelassen und hat stattdessen wieder normale Querruder verwendet. Hier sehen Sie die Tragflächen, irgendwie die regelrecht verdrehen. Und dieses Modell gibt es nicht zu kaufen. Erik ist Spezialist für Modelle und Vorbilder, das stotter ich schon, für Vorbilder, die es entweder gar nicht fliegerisch gab, sondern nur auf dem Reißbrett, oder für Modelle, die nur in geringster Stückzahl gebaut worden ist, und von diesem Original gibt es halt nur oder gab es genau eine Maschine. Er hat sich hingesetzt, hat alle Pläne, alle Fotos, alle Zeichnungen gesammelt, die er nur irgendwie ansatzweise kriegen konnte, und da gibt es halt nicht viele bei so einem Einzelstück. Hat sich ans Reißbrett gesetzt, hat daraus Konstruktionspläne gemalt, gezeichnet und hat daraus dieses Holzmodell gebaut. Also hier dieses Modell, komplett in Holzbauweise.
Und da es über 25 Kilo wiegt, satte 70 Kilo fliegen hier in der Luft, hat er danach auch die Prüfung bestanden, die es um das Thema Festigkeit und Zuverlässigkeit ging. Er konnte beim Flug vorführen, dass das Modell absolut sicher zu beherrschen ist und keine unangenehmen Eigenarten hat. Und so bekam er eine Zulassungsnummer und darf, wenn er das, die Flüge vorher angemeldet hat, dieses Modell vorfliegen. Und er hat sich die Mühe gemacht, hier das Modell anzumelden. Der Verein hat dann im Rahmen der Genehmigung dieses Modell auch genehmigen lassen. Die Genehmigung wurde für dieses Modell erteilt. Und so sind wir, und ich sage mal wir, auch wenn ich selbst nicht aus dem Verein bin, aber ich fühle mich hier einfach zugehörig, wir sind in der Lage, Ihnen dieses schöne Modell hier präsentieren zu dürfen. Und hier schwenkt er sie nochmal rein. Absolut konzentriert. Und das sieht so aus, als wenn er zur Landung reinkommt. Deswegen fiebern Sie mit dem Erik und seinem Short Sherpa, wie ihr hier die 70 Kilo auf den Platz bringt. Ja, da fehlt es, Fahrwerk. Und hier ist dein verdienter Applaus, Erik van der Hogen. Vorflug wurde gecheckt, jetzt nach dem Flug wird auch wieder die Checkliste abgehakt, damit ja nichts verkehrt geht. Also da wird mit derselben Gewissenhaftigkeit gearbeitet, wie man es in der echten Fliegerei hier auch kennt.